Dr. Raphael Bosson von der Stiftung Wissenschaft und Politik beschäftigt sich mit der Migrationspolitik der EU-Staaten, ist heute Abend bei uns zu Gast. Und aus Berlin zugeschaltet ist der Fraktionsvize der CDU-CSU im Bundestag, Jens Spahn, den ich gleich mal fragen möchte, Herr Spahn, was er von diesen dänischen Rezepten hält. Es gibt da zum Beispiel das sogenannte Schmuckgesetz. Das heißt, dänische Grenzer dürfen Asylbewerbern Wertgegenstände im Wert von ungefähr 1.300 Euro an der Grenze abnehmen, um sie an den Aufenthaltskosten zu beteiligen. Oder wir haben es gesehen, es gibt diese Rückführungszentren, da lebt diese kurdische Familie, die wir kennengelernt haben. Seit 8 Jahren muss ich aber jeden Tag wieder morgens und abends bei der Polizei melden. Sind das Maßnahmen, die Sie sich wünschen würden für die deutsche Asylpolitik? Guten Abend, Herr Laschka. Zuerst einmal vorneweg, es geht ja um was anderes. Wir sehen, dass in Deutschland, in Dänemark, in ganz Westeuropa, wir an der Grenze dessen sind, was geht. In den Kitas, in den Schulen, auf dem Wohnungsmarkt, überall kommen wir an den Grenzen, sind wir über den Grenzen. Bürgermeister, Landräte sagen, wir schaffen das nicht mehr. Und wir sind übrigens auch an der Grenze dessen, was die Bevölkerung in weiten Teilen zu akzeptieren bereit ist, wie wir nicht nur in Wahlergebnissen sehen, sondern auch in vielen Diskussionen. Das habe ich ja nicht in Abrede gestellt, Herr Spahn. Deswegen geht es ja schon genau um das. Sind das Rezepte, mit denen wir eine Antwort formulieren könnten? Also können wir von Dänemark lernen? Naja, mir fehlt in Ihrem Beitrag, den Sie gerade gemacht haben, mal die Begründung, warum man diese Maßnahmen ergreift. Deswegen habe ich das einfach mal eingeordnet. Bevor man über Maßnahmen redet, muss man erst mal drüber reden, warum Maßnahmen zur Begrenzung, zur Steuerung ergriffen werden. Und ja, die dänische Regierung, Dänemark, hat gezeigt in den letzten Jahren, dass man Migration kontrollieren kann. Besser jedenfalls, als wir das aktuell in Deutschland in weiten Teilen Europas tun, dass man Anreize anders setzen kann und auch, das war ja der Beginn des Beitrages, dass man da, wo Integration auch mal gescheitert ist, etwa in Parallelgesellschaften, in bestimmten Stadtteilen, dass es auch da Maßnahmen gibt, die man ergreifen kann. Und deswegen ist Dänemark alles in allem ein Beispiel dafür, dass es geht. Das heißt, Sie würden nicht zurückschrecken vor so einer Maßnahme, wie wir sie in Kopenhagen erlebt haben, in Stadtteilen mit hohem Migrationsanteil eine Umsiedlung von Menschen mit Migrationshintergrund zu machen? Also in meinen Ohren hat das einen ziemlich völkischen Sound. Na, Herr Laschka, die Frage ist doch hier auch wieder, worum geht's? Wir sehen ja auch in deutschen Städten, in bestimmten Stadtteilen, dass wir Parallelgesellschaften haben, wo wir zum Teil nicht nur nebeneinander, sondern teilweise sogar gegeneinander leben, wo unterschiedliche Werte auch zum Teil vermittelt werden. Wir sehen es aktuell übrigens jeden Tag zur Stunde auch wieder hier in Berlin auf den Straßen. Und die Frage, wie es besser gelingen kann, Integration, ist ja dann die Frage, wer integriert hier wen? Wie sind die relativen Mehrheitsverhältnisse in den Schulen, in den Kitas, damit das klappt? Die Maßnahme, die Dänemark da ergreift, ist ohne Zweifel eine harte. Ich sage nicht, dass die automatisch für Deutschland die richtige ist. Ich sage aber auch, jeder, der da sagt, das geht ja so gar nicht, der muss mir mal andere Vorschläge machen, wie man solche Parallelgesellschaften denn dann vermeiden kann oder, wenn sie entstanden sind, auch mithelfen kann, dass es sich wieder ändert. Übrigens gerade damit Kinder, Jugendliche eine gute Perspektive haben, damit sie in der Schule Deutsch lernen können und mitkommen können, damit sie eine Chance haben im Leben, muss man doch drüber reden, wie man tatsächlich solche Parallelgesellschaften auch auflösen kann. Ich will den Ball mal zum Politikwissenschaftler hier spielen, Dr. Bosson. Was entgegnen Sie denen, die sagen, na ja, der Zweck heiligt die Mittel, Dänemark zeigt, wie Migrationspolitik aussehen könnte bei uns? Also es ist natürlich erstmal vollkommen verständlich, dass man nach Möglichkeiten sucht und jetzt auch diese Situation, die wir haben, ein bisschen vielleicht auch nach neuen Mitteln sucht, die vielleicht vorher nicht, sagen wir, verhältnismäßig erschienen. Ja? Also das will ich erstmal nicht in Abrede stellen. Aber Dänemark ist meiner Meinung nach kein Modell, was man so direkt übertragen kann, aus verschiedenen Gründen. Nicht nur, das ist einfach ein anderes politisches System, auch die ganzen Grundlagen, wie man da agieren kann. Also wir haben ja nicht dieselben Arten von sozialem Wohnungsbau, sondern erstmal ganz vor allem, Dänemark ist ein kleines Land, das mit diesen Effekten, da kann man auch wiederum streiten, wie groß die waren, natürlich auch deshalb erfolgreich sein konnte, weil Deutschland nebendran ist und andere Staaten. Das heißt ja nicht, dass weniger Menschen nach Europa kommen, sondern weniger Menschen nach Dänemark kommen. Und diese mutmaßlichen Abschreckungseffekte, die man immer will, und ich will auch wiederum nicht sagen, die gibt es nicht,
Aber die muss man immer in Verhältnis setzen. Wo schreckt man ab, wen schreckt man ab und wie wichtig ist das im Vergleich zu den eigentlichen Treibern des Fluchtgeschehens? Also das heißt nochmal, man kann was tun, aber man muss realistisch sein. Was kann man wirklich erreichen? Wie groß kann der Effekt sein? Und es ist nicht nur ein St. Florians Prinzip. Also wir machen es und dann gehen sie woanders hin und in der Summe haben wir dann wenig gewonnen. Wenn also, Herr Spahn, wie Sie das fordern, die Anreize gedrosselt werden, die Abschreckung wächst, glauben Sie allen Ernstes, dass sich die Hunderttausenden, die in Somalia, Syrien, Eritrea, wo auf der Erde auf den Weg machen, um vor Armut, vor Krieg, vor Folter zu fliehen, glauben Sie, dass sie zu Hause bleiben und eben nicht die Reise nach Europa antreten werden? Nun, auch das hat ja mehrere Aspekte. Zum Ersten ist ja die Frage, ob wir glauben, in Deutschland, in Europa, dass wir alle Probleme der Welt, die auch Migration auslösen, dadurch werden lösen können, dass alle zu uns kommen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das funktioniert. Es funktioniert jetzt schon kaum noch in den Kitas, in den Schulen, auf dem Wohnungsmarkt, in der Akzeptanz bei der Bevölkerung, in ganz Europa übrigens, nicht nur in Deutschland, die gleiche Lage. Und es wird schon gar nicht funktionieren, wenn die Zahlen noch größer werden. Und deswegen, ja, ist die erste Frage ja mal, wie man überhaupt Europa, Europäische Union betreten kann und ob wir nicht diejenigen, die wir im Mittelmeer retten, zurückbringen müssten an die nordafrikanische Küste, damit das Signal auch klar ist, auf diesem Weg geht es nicht weiter, bitte die Schlepper, Schleuser nicht bezahlen, es lohnt sich nicht. Und innerhalb Europas, jetzt heißt es dann immer, gäbe keine Studien. Ich brauchte eigentlich auch keine großen Studien für, das zeigt doch der gesunde Menschenverstand. Wenn ich mal in Europa bin, ich habe mich vielleicht nicht auf den Weg gemacht aus Somalia wegen der Sozialleistungen in Deutschland, aber wenn ich mal in Europa bin, ich jedenfalls würde es so machen und Sie, Herr Laschka, im Zweifel auch, dann würde ich doch in das Land gehen, das die höchsten Sozialleistungen hat, die beste Krankenversorgung, ein gutes Rechtssystem. Das sehen wir ja auch in den, Zahlen. Bei weitem die allermeisten kommen in Deutschland und vergleichsweise Länder mit ähnlichen Standards an. Also ja, das macht natürlich einen Unterschied. Versuchen Sie es in einem Satz, Herr Bosson. Studien kann man sich gegenseitig um die Ohren hauen, aber es gibt auf jeden Fall die Evidenz, dass das Wichtigste sind soziale Netzwerke und ja, der Arbeitsmarkt. Und ja, Deutschland ist ein attraktives Land. Sozialleistungen können eine Rolle spielen, sind aber weit weniger wichtig als andere Faktoren. Daran kann man auch darüber diskutieren. Ja, aber letztlich, ich will auch nicht sagen, Deutschland, wir können nichts ändern, aber wir können auch nicht in den Wettlauf mit Bulgarien oder Rumänien oder sonstigen Ländern treten und uns dann noch unattraktiver machen, sondern wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Also die einfachen Rezepte tragen es nicht. Danke Ihnen beiden, dass Sie heute trotzdem in die Diskussion gegangen sind, Dr. Bosson. Und vielen Dank, Jens Spahn.